Die Hälfte von ihnen lebt in der Stadt Boa Vista, wo sie bereits 10% der Bevölkerung stellen. Nach monatelangen Protesten von Regierungsgegnern hatte er im vergangenen Jahr das von der Opposition dominierte Parlament entmachtet und durch die verfassunggebende Versammlung ersetzt. Hunderttausende Venezolaner fliehen aus ihrer Heimat, die humanitäre Lage in dem Land ist katastrophal. Ein neuer UNO-Bericht konstatiert, Sicherheitskräfte haben über Jahre hinweg gemordet, und zwar ohne jegliche Konsequenzen. UN-Menschenrechtskommissar Zeid bin Raad al-Hussein hat eine internationale Untersuchung mutmaßlicher Verbrechen venezolanischer Sicherheitskräfte gefordert. Bei der Vorlage eines Berichts des UN-Menschenrechtskommissariats über das südamerikanische Land betonte er, dass die staatlichen Kräfte sich national nicht verantworten müssten, auch nicht bei schweren Menschenrechtsverstößen. Dies lege den Schluss nahe, dass der Rechtsstaat in Venezuela de facto nicht mehr existiert. Das wiederum rufe eine entsprechende Untersuchung auf internationaler Ebene auf den Plan. In dem Bericht wird insbesondere auf mutmaßliche Ermordungen im Zuge der von Staatschef Nicolas Maduro angeordneten Großrazzien gegen Kriminelle hingewiesen. Die Fälle würden fast nie aufgeklärt. Bisher sei es nur in einem Fall zum Prozess gekommen. Venezuela befindet sich in einer verheerenden wirtschaftlichen und politischen Krise. Die Menschenrechtslage in Venezuela ist katastrophal, sagte Zeid. Beamte sollen demnach zwischen Juli 2015 und März 2017 willkürlich und ohne Gerichtsverfahren mehr als 500 Menschen getötet haben. Laut Zeugenberichten brachten die Einsatzkräfte ihre Opfer bei Razzien in armen Vierteln um und manipulierten danach die Tatorte. Weiter kritisiert das UN-Menschenrechtskommissariat die Untätigkeit der venezolanischen Justiz gegenüber jenen Sicherheitskräften, die bei den monatelangen Protesten gegen Maduro im vergangenen Jahr mindestens 46 Menschen getötet haben sollen. Als Konsequenz forderte Zeid den UN-Menschenrechtsrat auf, für Venezuela eine eigene Untersuchungskommission einzurichten. Außerdem soll der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, ISTGH, noch stärker in die Prüfungen eingebunden werden, regte der Menschenrechtskommissar an. Der Gerichtshof hatte im Februar bereits ein Vorermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Verbrechen von Sicherheitskräften an Demonstranten eingeleitet. Auch die humanitäre Krise in dem einst reichen Land verletzt nach Einschätzung der UN die Menschenrechte. Nach Schätzungen leben bereits 87% der Venezolaner in Armut, Hunderttausende flohen ins Ausland. Wegen jahrelanger Misswirtschaft, Korruption und einer hohen Schuldenlast verfügte das ölreichste Land der Welt kaum noch über Devisen, um Lebensmittel, Medikamente oder Dinge des täglichen Bedarfs zu importieren. Wenn eine Schachtel Tabletten gegen Bluthochdruck mehr als einen Mindestlohn kostet und Milchpulver für Babys mehr als zwei Monatsgehälter, aber Proteste gegen diese untragbare Situation dich ins Gefängnis bringen, ist das eine extreme Ungerechtigkeit. Angesichts dieser humanitären Situation kündigte Brasiliens Staatschef Michel Temer am Vortag an, die Grenzen zum Nachbarland würden für Geflüchtete offen gehalten. Die Grenzen zu schließen, wäre unangemessen, sagte der Präsident bei einem Besuch im Bundesstaat Roraima an der Grenze. Hunderttausende Venezolaner haben ihre Heimat bereits verlassen. Schätzungen zufolge sind 80.000 Venezolaner nach Brasilien ausgewandert. Jetzt sollen sie in andere Teile des Landes gebracht werden. Venezuelas Staatschef Maduro wird vorgeworfen, die Demokratie in seinem Land auszuhebeln. Quelle: NTV.de